Servus Leute, zurück zu Let's Play Thronesbar. Wir befinden uns im Tempel unseres zweiten Geschwisterchens. Und wir müssen sein Herz besorgen, weil sein Herz macht ihn anscheinend unverwundbar. Das wollen wir ändern, damit wir den nächsten Balabkömmling vernichten können. Verstanden. So, aber erstmal schauen wir uns um und merken, hier gibt es Fallen. Ich habe jetzt eigentlich die... Sagt mir, was zu tun ist. Na gut. Alles in Ordnung. Wir sehen hier, ist irgendetwas, was auch immer es ist. Glüht vor Hitze, wie deutlich das Symbol eines Schädels zu erkennen. Ihr könnt es berühren, anfangen zu brennen. Aua. Ja, ich kann da anscheinend Schaden nehmen. Okay, wir müssen wahrscheinlich noch irgendwas vorher machen. Jetzt fehlt mir natürlich die Regenerationsfähigkeit. Schade. Wenn es denn sein muss. Naja. Na gut. Vielleicht müssen wir... Was ist mit euch los, Leute? Very well. Geht auseinander. Gut. Hoffentlich werde ich wenigstens gut bezahlt. Gute Idee, das mir zu Dann gehen wir mal auf die andere Seite und schauen. Okay, wir sollten nicht durch Lava laufen. Uff. Wir sollten wahrlich nicht durch Lava laufen. Okay. Das ist guter Damage. Schön. Es sind hier überall Durchgänge mit Fallen besetzt. Scheinbar. Doch, ja, tatsächlich. Auch hier haben wir so ein Teil. Im Moment, du heilst dich ja. Wenn ihr wollt. Auch das geht noch nicht. Na gut. Oh! Ach du Schande. Lebensentzug sogar, also... Stufenentzug, was ist denn das? Das ist natürlich ganz schlecht. Jetzt ist Vikonia natürlich ein bisschen angeschlagen. Ach, ärgerliche Sache. Los, spuck es aus. Geht klar. Ich muss gegen Lebens... Ja, genau, ich bin ja gegen Lebensentzug immun, was sehr nützlich ist. Wie man sehen kann. Es war ein großer Kampf. Was, Magier? Kann man ein Leben besser enden als mit Strömen von Blut und den Feuern der Hölle selbst? Würde jemand diesen eitrigen, widerlichen Freak von mir wegholen, bitte? Was? Dreht's euch etwa den Magen um, wenn ich mit meiner Axt zum Metzeln anfange? Ich sage ja gar nichts dagegen, dass wir jemanden brauchen, der in der ersten Reihe kämpft. Doch warum müsst ihr immer so rummetzeln, bis das Blut und die Knochen überall durch die Gegend spritzen? Ha, Magier, ihr schießt aus dem Fenster eures Elternhauses mit Feuerbällen durch die Gegend. Aber ihr kriegt alle Zustände bei ein bisschen Blut. Man nennt das ordentliche Handarbeit. Pah. Okay, die kommen miteinander klar vielleicht? Man weiß es nicht. Fallen gibt es scheinbar doch keine mehr. Ich hoffe, das bringt was. Und Gegner auch, wie es scheint. Ihr lauft alle über... Hier sind zwei Wege. Moment! Ach, kommt! Genau. Okay. Wie lange wollt ihr meinen Rücken noch mit eurer Peitsche bearbeiten? Was soll man denn hier? Ich meine, wir rasten jetzt. Was ist denn das? Diese seltsame Maschine wird von einer Art magischem Energiefeld umgeben. Sie verfügt nur komplett zu kontrollen in Form von verschiedenen Knöpfen. In jeder der Vertiefungen wird eine Flamme, ein Schädel, ein Hammer, ein Blutstropfen. Wenn ihr wollt, könnt ihr den Kontrollen, Spiel in Kontrollen. Es sucht einen Moment lang. Gibt sie ein knirschendes Geräusch und auf ihrer Oberfläche taucht ein Flammensymbol auf. Okay, Widerstand.
Das ist eine magische Kraft, die abfällt, die Treppe hinaufzusteigen. Die Energie geht offenbar von dem Gerät in der Mitte des Raums. Gut. Ja gut, wir haben jetzt die Optionen, nach links und nach rechts zu gehen. Dann tun wir das. Aber wir schicken mal unsere... Das hätte ich eigentlich die ganze Zeit schon machen können. Die Elementare vor. Moment, wo ist denn die Luft? Doch, die sind auch da. Was soll ich tun? Der sieht dort oben nichts. Gut, gut, gut. Also ist da nichts. Oder vielleicht... Doch. Autsch. Da sind Fallen. Alle latschen drauf rum. Kein Problem. Immerhin, die Falle. Wir hatten hier Feuerresistenz. Da ist die Falle. Oh oh. Hammerschlüsselstein, okay. Ein Schlüssel, ein Gürtel. Elmen ist das Leitfaden, keine Ahnung. Und raus hier. Wie dir. Okay, das sieht heftiger aus, deswegen das und das aktivieren. Wirbelt heftig um euch herum. Und nochmal bitte. Feuertrolle. Okay, sterben die bitte mal. Wie töten wir Feuertrolle? Fragezeichen. Okay, Säure geht schon mal. Bikonia also. Nein, der hat sich wieder regeneriert. So, der ist glaube ich am Boden. Ich brauche aber noch mehr Unterstützung. Ich brauche auch den mit Säure behaftet. Fürchte mich. Der kriegt nochmal einen Säurefall. Er könnte den aber töten. Tot ist. Wie sieht's jetzt mit dem Säurefall aus? Aber ich vermute mal. Gift, beziehungsweise. Ach, egal. Feuer wird nicht viel gegen die bringen. Vikonia. Genau, Vikonias. Säure. Ja. Puh. Das waren keine angenehmen Gegner. Und wir haben irgendein Symbol bekommen. Das ist interessant. Das können wir bestimmt gebrauchen. Was ich auch gebrauchen kann, ist Schlaf. Absolut. Habe ich gebraucht. Ein garstiger Ort, dieser Ort. An jeder Ecke lauern Gefahren. Und Wachen. Aber gut, ist machbar. Solange unsere Kämpfe wilde Derwische sind, ist alles in Ordnung. Ja, Abil? Ich merke aber deutlich, dass die Elementare zum Beispiel an Macht verlieren. Die Standard Elementare sind lang nicht mehr so effizient, wie sie mal waren. Was auch logisch. Das ist auch durchaus logisch. Na, meinetwegen. Ihr könnt euch auf mich verlassen. So. Okay. Ich kümmere mich drum. Ich würde gerne noch mal ein bisschen im Raum schauen. Du hast Feuerresistenz zum Beispiel. Ich habe schon wegen weniger getötet. Schauen wir mal, was gibt's denn hier noch? Gibt's hier noch irgendwas? Hier gibt's gar nichts mehr. Okay. Na gut.
Dann schauen wir auch auf der anderen Seite, würde ich mal sagen. Ist schon geschehen. Oh. Ja, da gibt's auch was. Da kann ich sogar die Elementare vorschicken. Ich bin dabei. Lockt die ruhig an. Ich zeig euch einen richtigen Kampf. Das Schicksal wartet. Das kann wieder ein bisschen dauern. Okay. Derwischzeit. Moment. Edwin. Du hast auch noch das. Und die steht schon wieder irgendwo vorne, wo sie gehittet wird. Immer noch. Schön weiter, Derwisch. Das ist schon wieder eine Elite. Und er trinkt pausenlos. Seine scheiß Tränke. Geht doch, geht doch, geht doch. Ah, diese Tränke. Schlucken sie wie nichts. Ach, herrlich. Kann man wieder pennen. Das ist anstrengendes Kämpfen hier. Wir tauschen mal hier die Tränke aus. Nur weil wir es können. So, jetzt verschwenden wir diese Kugeln, Sonnensteinkugeln, und danach sagt mir, was kommen die guten ist. Kugeln. So, natürlich, die keine Regeneration haben, kriegen die Schläge ab. Ach, ärgerlich. Oder es fällt mir bei denen auf, weil die anderen sich ja eben regenerieren. Aber dir fällt es mir halt immer am deutlichsten auf, Viconia. Du bist irgendwie immer ein Opfer. Ich kann dich doch nicht in die zweite Reihe stellen. Theoretisch müsste sie ihre Schuhe abgeben. Sie müsste ihre Schuhe mir geben. Gute Idee, das mir zu übertragen. Ja. Oh, Falle aufpassen. Wir sind überall also hier Skelette. Na gut, hier war noch Feuerriesen. Beim letzten Raum war hier Fallen. Okay, ja, keine Fallen. Okay. Deine Zeit ist abgelaufen, ah ja, Freundchen. Das war ja was. Noch ein Leitfaden. Leitfaden war noch was Gutes, oder? Kaum der Rede wert. Wir ziehen uns hier zurück, während der ein bisschen ablenken soll. Lang hat er es nicht geschafft. Ich hoffe, das bringt was. Und ist tot. Hoi, Mon. Dangerous, Imon. Dangerous. Oh, das ist doch eine Falle. Sehr dangerous, Imon. Verstanden. Ich warte, ich kümmere mich drum. Ja gut, wir wissen, dass da komisches Gefiech dort ist. Beschwören wir mal ein paar Helfer. Hätten wir nicht irgendwelche armen Idioten anheuern können, die kümmern sich dann darum. Ja, deswegen beschwören wir doch arme Idioten. Das machen wir mit Beschwörungen. Ja. Okay, ja. Adamantit-Golem. Mal schauen. War mal ein starker Gegner. Die Waffe nutzt nichts. Ja, die Waffe nutzt nichts. Ist ja auch eine +1er-Waffe. Wow, warum steht er? Warum ist er gestunt? You were lucky then.
hätten auch eine Golemkeule gehabt. Das war doch ganz gut. Was soll ich tun? Lehmgolem, Magiegolem. Ach du Schande, Magiegolem war, glaube ich, ein lästiger Gegner. Ich zeig euch einen richtigen Kampf. You were lucky then, but luck runs out. Ist du ein Magiegolem? Na gut. War das nur durch Magie? Meine Klinge wird euch schon zurechtstutzen. Der verdammte Bastard ist immun. Meine Waffe taugt nicht. Der Bastard ist immun. Dann probieren wir das Starke. Muss wohl was anderes ausprobieren. Auf geht's. Ach, ich erinnere mich. Aber ich habe nichts Mögliches dabei. Ich glaube, Magiegolem waren irgendwie nur durch normale Waffen besiegbar. Das ist natürlich äußerst unglücklich. Ich hoffe, das bringt was. Wir haben keine normalen Waffen, dementsprechend. Ja, hier, spielt mit dem, bis ihr drauf geht. So, hast du irgendwas Cooles hier, dass der... Geht an dem vorbei. Geht an dem vorbei. Ist schon geschehen. Ja, die Klingenbarriere. Ja, sind unwirksam. Tja, hat überhaupt keinen Sinn. Na gut, wir haben zwei komische Teile bekommen. Mit diesen zwei komischen Teilen können wir theoretisch komische Dinge machen. Ich glaube, diese komischen Teile waren dafür da. Erinnert ihr euch noch die zwei Knöpfe oder was das waren? Das ist, glaube ich, unser Ziel. Zwei Knöpfe. Aber jetzt, glaube ich, die Kämpfe. Der greift natürlich auch den an. Dammit. Dann kann ich sie natürlich nicht abziehen. Die sollen in der Ecke bleiben. Magiegolem ist wirkungslos. Also, der Zauber ist gegen den wirkungslos. Er ist gegen den Deva wirkungslos. Außer ihn in die Ecke zu verbannen, habe ich keine andere Chance. Ich habe keine normale Waffe dabei. Ich glaube, die können nicht von höher, von magischen Waffen angegriffen werden. Ja, so in etwa. Das ist sozusagen der Haken. Das war schon der Haken generell. Das hinzubekommen. Ich habe keine nicht magischen Waffen. Also von daher, wie soll das funktionieren? Egal. Hauptsache, der ist nicht mehr da. So, wir haben wieder diesen Ort. Jetzt haben wir auch komische Steine. Eventuell können wir jetzt damit was machen. Sollten wir wieder beschwören? Wir sollten wieder beschwören. Natürlich sollten wir. Das sollten wir immer. So, dann beschwören wir mal wieder. Ich sollte eigentlich drei Feuerelementare und einen Luftelementar beschwören, weil erstens habe ich mehr Spells davon und zweitens... dann hat sie auch eine Beschwörung als Backup im Petto. Das ist nicht verkehrt, meiner Meinung nach. So, Korgan hat Feuerresistenz. Deswegen darfst du hier den Mechanismus betätigen. Okay, in der Ferne zu hören war Brichprüfung. Okay, irgendwas in der Ferne. Ah, da ist offen. Okay, dann schauen wir doch erstmal da rein. Fleißige Handarbeit, fleißig gewartet, aber immerhin ein guter Ort, um ein paar Knochen zu zerdeppern. Ich bin bereit. Sind wir mal gespannt, was sich da geöffnet hat. Schauen wir doch mal, was unsere Elementare, Feuersalamander, flammende Schädel,
von Salamander. Ach du Schande, was ist denn da drin? Finsterkatze. Hauen wir mal flächendeckende Sachen rein. Wobei, du kannst auch einen Regenbogen. Dann wollen wir uns mal anschauen. So, ihr geht wieder hin. Erwischt! Wie immer halt. Sehr gut. Ich hoffe, das bringt was. Ah ja. Das war doch recht erfolgreich, würde ich sagen. Was wollt ihr, Oberweltler? Der Raum wurde gut geklärt. Und da können wir einen neuen... Später schlitze ich euch den Bauch. Ah, da war ja was. Da kommen ja immer wieder... Fesen. Wir ziehen uns wieder zurück. Ich kümmere mich drum. Während die hier... Habe ich nicht noch ein Inventar oder so? Ja, ja! Der blöde Zwerg macht das schon. Du darfst auch hier baiten. Ist schon geschehen. Brennender Mann attackiert Feuerelementar? Brennende Männer. Sag mir, was zu tun ist. Feuerelementar stirbt. Gut, dann müssen wir andere Kaliber aufziehen. Was habe ich noch für Beschwörungen übrig? Ifrit. Ifrit ist doch eigentlich auch immun gegen Feuer. Hast du einen Deva übrig? Ah, hervorragend. Oh, der Luftelementar Chan, der ist gefährlich. Anything that gets in our way will be buried in this place's rubble. Dann mach ein bisschen den Schaden selbst. Ruhig selbst Schaden machen. Oh ja, doch, doch. Er macht doch ein bisschen Schaden. Ich bin dabei. Chan stirbt. Oh, ich zeig euch einen richtigen Kampf. Feuerelementar ist auch dabei. Wobei der brennende Mann höherer Feuerelementar. Oh, schön, dass du das erwischt hast. Verlangsamung. Ah, da oben ist noch einer. Da habe ich jetzt eigentlich was dagegen, dass ihr da auf dem Lava steht. Genau deswegen. Den Stein haben wir jetzt schon genommen. Heilt sich einfach. Okay, okay. Wenn es denn sein muss. Chan, Klingkugel Chan? Was? Chan ist doch tot. Puh. Es ist auf jeden Fall herausfordernd hier drinnen. Die Kämpfe hier drin sind... baiten. Und dann alles reinwerfen, was geht. Da muss ich mich wieder heilen. Ja, jetzt hängen sie wieder da drin fest. Kann sich nur um Stunden dauern. Handeln. Ich warte. Gute Idee, das mir zu übertragen. Mind your tone. Komm, der Rede wert. Gut. So, ich würde tatsächlich... Ah, gut. Ich kann sie erstmal reinschicken, dann sehen wir, was da drin einen erwartet. Gut, der erste verschwindet schon. Eines Tages. Schön. Eines Tages. I look forward. Nee, doch, 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 doch. Die können gleich mal schauen, was da drin überhaupt zu finden ist.
Wir werden es gleich erkennen. Was erwartet uns da drin? Was soll ich tun? Gar nichts. Natürlich erwartet uns dort auch was. Oh, die sind alle weg. Brennen alle weg. Nicht durchs Feuer laufen. Ifrit, Flammen der Schädel. Das hört sich interessant an. Ah, der Ifrit ist gar nicht immun. Doch, teilweise. Was? Stich von... Was? Hä? Warte mal, wer bekämpft hier wen? Brennender Mann? Warum wurde der brennende Mann von den eigenen Einheiten gekillt? Ist egal. Wir regenerieren uns jetzt erstmal. Eure Steinhaut existiert noch, deswegen wieder rein. Die coole Musik, die gibt's bloß draußen. Das ist ein bisschen schade. Aber naja. So. Wir bereiten uns wieder vor. Für den ersten Debate sind sie gut geeignet, die Elementare. Die ziehen das Feuer auf sich, während ich reinrenne und alles niedermetzel. Also von daher taugt es schon, diese Taktik. So, irgendwelche Zauber in so einen Shenanigans, das wehren sie ab. Und dann kommen wir nach und schnetzeln, ohne den Fokus auf uns zu haben, auf die Gegner drauf. Deine Zeit ist abgelaufen, Freundchen. So wie jetzt. Deine Zeit ist abgelaufen, Freundchen. Wenn es denn sein muss. Bittet nur um euer Leben. Es ist aus mit euch. Ich zeig euch einen richtigen Kampf. So ist gut, so ist gut. Die kümmern sich zwar wunderbar, Fensterkatzen scheinen gut zu sein. Oh, die regenerieren voll schnell. Da war eine Falle. Ist die Falle immer noch? Wie in alten Zeiten. Naja, bis auf die Folter und so. Folter? Tatsächlich, das ist eine Falle. Wie in alten Zeiten, bis auf die Folter und so. Ja, meine Elementare haben das Feuer abgefangen. Danach sind sie draufgegangen. Jetzt wissen wir ja mittlerweile, wir werden immer überrascht, wenn da irgendjemand das öffnet. Dementsprechend ziehen wir uns zurück. Korgan darf es öffnen. Die dürfen das Kreuzfeuer auf sich nehmen und wir schauen mal. Ja, stellt euch so hin, dass ihr wirklich alles auf euch zieht. Was ist das für ein schönes Schwert? Und schon wieder irgendein Stein. Blutschlüssel. Ah ja, das sind die ganzen Symbole, die wir brauchen für die Mitte. Was Skelett-Golems. Das ist ja eher chillig. Ich hoffe, das bringt was. Oder Knochenscheu sollen wir sehen. Halt, was ist das? Ist das ein Draw? Erstmal niederschnetzeln. Die Waffe nutzt nichts. Yeah. Was ist hier los? Wieso kam da... Deine Zeit keine Ahnung. Was ist das? Ich konnte es nicht mal sehen. Irine. Keine Ahnung. Kenne ich nicht. Wir haben auf jeden Fall alle Kugeln, alle Steine, alle was auch immer. Die Schutzrunen haben wir jetzt alle gefunden. Warum kannst du kein 2 hinter weiter leveln? Das wäre so geil. So geil wie... Weitere mächtige Wirbelwindangriffe, das ist auch geil. Gibt's hier was Neues? Da stand, glaube ich, nichts, dass es hier was Neues gibt. Gut. Jetzt bin ich gespannt. Es kamen immer irgendwelche Viecher, wenn ich da was gemacht habe. Ich warte. Dementsprechend vielleicht jetzt noch ein finaler Kampf? Herr.
Wir bereiten uns vor. Zum Wegrennen eher wieder. So, wer ruft zusammen? Ruhl, den Feuerprinz. Ich tu das, ich tu das. Und ich tu zwischenspeichern. Und jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Natürlich bin ich zu weit entfernt. Ach so. Okay. Sagt mir, was tut. Ich hoffe, das bringt was. Ich kann nun jetzt die Treppe rauf. Ah ja, okay. Nächstes Gebiet. Na gut, dann würde ich sagen, schön haben wir diese... Oh, gute Erfahrungspunkte bekommen. Haben wir sozusagen den Fallentempel, den Runentempel, die Sicherheitsmaßnahmen geschafft. Schauen wir uns beim nächsten Mal genauer an, was uns im Tempel erwartet. Ob wir das Herz herausreißen können. Vielleicht treffen wir dort sogar unseren Bruder. Wobei, der müsste an der Front sein. Vielleicht seine stärksten Wächter. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.